Herzlich willkommen, Freunde, zu Autumn Dream, ein kleines Horrorspielchen, das für $3 auf Steam zur Verfügung steht. Und ich meine, ich habe dafür bezahlt und jedes Mal, wenn wir für ein Spiel bezahlt haben, war es das beste Horrorspiel überhaupt, nicht wahr? Nein, es ist nicht wahr. Aber okay, ich fühle mich direkt wohl hier mit russischer Schrift. Hier, ich kann zwar kein Russisch lesen, nur verstehen und ein bisschen reden, aber das wird schon irgendwie passen, oder? Starten wir New Game. Well, I got the haunting house. The main condition... War gerade meine Webcam back oder was? Irgendwie hat sich da gerade was bewegt. Das ist gerade viel interessanter als die Story. According to the documents I need to... Oh, fuck, jetzt wollte ich lesen jetzt. Okay. Oh, sieht hübsch aus hier. Erstmal kurz bisschen, ne? Bisschen hier gemütlich machen. Alles klar, da ist ein Brunnen. Erstmal auschecken. Hallo! Das ist aber ein interessanter Brunnen. Der Eimer ist... Ich will nicht sagen, dass er... Na gut, ist schon etwas not... Ach, lassen wir das. So, dann gehen wir mal rein. This place looks wonderfully. Okay. Ja, wenn da nicht so ein fettes Spinnennetz dran wäre. Er ist immer noch da. Relativ stabil. Okay, nicht schlecht, Mann. Klingeln wir mal. Your task is follow and care of the house during the week. After the limitation, the house will go to your disposal. The main condition, do not go down to the basement and do not go outside the court at night. Have a nice holiday. Das klingt ja super. Oh, shit. Okay. I need a key. Ja, was steht da unten? Mir... Ich weiß es nicht. Gut, wir brauchen den Schlüssel. Der ist bestimmt nicht im Brunnen, nicht wahr? Der ist hundertprozentig im Brunnen, oder? Nein? Dann vielleicht durchs Fenster oder so. Wir könnten auch einen Stein benutzen. Nein? Hallo? Kann ich hüpfen? Nein, ich kann mich nicht hüpfen. Ich kann mich ducken. Okay, sehr schön. Beziehungsweise direkt hinlegen. Nein, so gruselig war es jetzt auch nicht. Okay. I'm hungry. Was? Du... Ich... I'm hungry. Was? Du verwirrst mich, Mann. Ist da hinten was zu essen? Sind das Hühner? Warte mal, kann ich die essen? Ich dachte schon, der frisst jetzt einfach mal die Hühner. So ist es halt in Mythik in Russland, ne? Direkt die ganzen Hühner einfach verspeisen. So, ist das vielleicht hier auf dem Scheißhaus irgendwo? Es ist Fred and Andy's Adventure hier, ne? Okay, vielleicht durch die... Ah, ich hab ihn! Ich hab den Schlüssel, du nimmst den mit. Sehr schön. Okay, let's go! Lass uns rein hier. Ho! Junge! Ganz schön stürmisch hier. Gut, was ist das hier? Das ist auch ein Schlüssel. Sehr gut, den kann ich wahrscheinlich oben einfügen oder so. Matches. Oh, so much better. Ja, das finde ich auch, Mann. Alles klar, die Uhr tickt, die macht mich jetzt schon wahnsinnig. Und die Bude ist wahnsinnig klein. I'm very tired and hungry. Ja, dann lass uns mal hier was zu essen machen. Komm hier. Upp, was war das? Achso, ich kann das hier anmachen. Gut, dann lasse ich das jetzt einfach mal an. Okay, du bist hungrig. Ja, ja. Ich, hier ist etwas zu finden. Remember what is written here. You have got this hunting house by inheritance not so simply. I know that I will that soon. So they will give this house for you. And they will say that there were an accident. Unfortunately, I cannot disclose all details to you. But I can just say one thing. Anyway, never go down to the Alles klar, verstanden. Ich soll nicht zum Basement gehen. Weißt du, dass das eigentlich umgekehrte Psychologie ist und ich jetzt voll Bock habe auf diesen verdammten Basement? Okay, warte mal, du hast Hunger. Aber leider kann ich dir nichts zu essen machen, ganz ehrlich. Ist nicht mein Herd oder sowas, Mann. Okay, wisst ihr, was wir jetzt tun? Was? Runter ins Basement gehen? Woher wisst ihr das denn? Warte mal, haben wir den Schlüssel jetzt hierfür? Anscheinend nicht. Moment mal. Wofür habe ich denn jetzt diesen Schlüssel hier mitgenommen? Wohin führt er mich? Wohin führt er mich? Moment mal. Ja! Ach so, okay, ich muss nur 1000 Mal draufklicken. Ja, ist ja gut, ich weiß, ich darf nicht rein. Okay. So, da sind wir jetzt im Basement. Und ich habe das Gefühl, dass es hier auf jeden Fall etwas zu snacken gibt, wie zum Beispiel eine Banane. Können wir uns hier noch etwas angucken? Irgendwas zu trinken vielleicht, damit die Banane auch ordentlich flutscht, nicht wahr? Vielleicht gibt es ja hier unten im Keller, wo wir auf jeden Fall nicht hin dürfen. Etwas zu trinken, da kann ich nicht hin, ist verschlossen. Okay, Moment mal, da müssen wir jetzt einen Schlüssel finden, wie es aussieht. Ha, sehr merkwürdig. Ich weiß, ich kann das Spiel nicht einschätzen, ey. Was ich denn jetzt hier drücken darf und was nichts bewirkt. Aber ein Schlüssel scheint hier nicht zu sein, okay. Verdammte Axt, mir fehlt also ein Schlüssel, alles klar. Und dafür müsste ich nach oben, aber wenn ich oben bin, sagt er, ich bin hungrig. Moment mal, ich habe aber jetzt eine Banane gesnackt, oder? Das heißt, ich kann jetzt hier rein, oder? I need to sleep. Okay.
Dann lass uns mal schlafen legen. Ins Bettchen hier. Oh nein. Oh, jetzt habe ich auch erwischt, Mann. I was woken up at night by doorbell. I need to check up what is a problem. The house looks terrible, especially at night. Oh. Wer hat geklingelt? Wer ist das gewesen? Oh. Komm schon, lass schneller. Ich kann die Spannung nicht lang genug erhalten, wenn du jetzt so lang brauchst. Das ist ein Fass. Ein Fass mit Gesicht. Was zum Teufel? Nein, sag mal nicht, das ist wieder so ein, irgendwie so ein lächerliches Prank-Spiel, Mann. Something rings the doorbell. Ja, das habe ich gemerkt. Dann lass uns mal runtergehen. Oh boy. Moment mal, aber ich bin jetzt noch außen. Oh, wieso ist das Bett hier, Mann? Hauptsache, das Spinnennetz ist weg. Sehr schön. Immerhin hat's einer weggemacht. Perhaps this is somebody's joke. Kann sein, Mann. Habe ich da gerade etwas ausgelöst? Kannst du das hier mitnehmen? Das ist ein Hut. Ja, das ist echt ein schlechter Scherz, Mann. Egal, wer das war. Ich bin echt wütend. Okay, wir gehen einfach mal weiter. I need to check the backyard. The backyard hier drüben, oder was? Nein, den Keller. Ja, klar, den Keller. Dort, wo wir nicht hin dürfen. Wir müssen jetzt... Genau, Hauptsache ist überall hier Licht. Sehr schlau von dir. I think that I should look the best... Das ist echt, also für Dumme, hä? Habe ich das Gefühl. Today I left the laboratory last time. The project verge flopped. All stuff were destroyed. Oops. According to protocol, I need to destroy the complex, but I was too scared and I could not do it. I need to back down while virus do not mutate and destroy the laboratory. If I cannot do this, please find the documents in the laboratory. Junge. And give them to right hands. The world has known what happened here. Kann es sein, dass es gar nicht mal so gutes Englisch ist? Ist die Tür vielleicht jetzt offen? Ah! Hey, finde ich aber cool mit diesen Videosequenzen. Ah! Ich schwöre, ich habe diesen Sound nicht eingefügt. Das war der Sound vom Spiel. When I went down the basement, someone hit me on the head. I need to find out what happened. What the fuck? Okay. Nein, das ist nicht der Keller, Mann. Das ist nicht der Keller. Where am I? What is this place? Naja, wir wurden umgenockt, ausgenockt, Mann. Das ist jetzt wahrscheinlich deine Fantasie, dein Albtraum oder sowas. Ich gehe da lang. Oh. Oh, ist der nackt? Oh, maybe they make experiments on the people here. Ja, das sagst du direkt. Könnte auch nicht einfach nur ein Krankenhaus sein, wo verletzte Menschen rumliegen. Hat er ein Schniedelpuppel? Nein, hat er nicht, okay. Ja, sehr merkwürdig. Oh boy, ich fühle mich so beobachtet und verfolgt. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Peace Security System, I need DOS Access Code, okay. Ja, den werden wir uns suchen und hoffentlich finden. I need a key. Verdammt doch mal. Wieder diese ganzen Schlüssel, irgendwelche Codes. Wieso ist nicht mal die Banane ein Schlüssel für eine Tür oder sowas? Innovation brauchen wir. Innovation. Okay, das war echt spooky. Ah, da steht er sogar. Oh boy. Okay. Und bringen Sie mich um, wenn ich Ihnen zu nahe komme. Oh mein Gott. Das ist nicht gesund, Mann, ne? Solltest mal googeln nach Symptomen. Aber nicht, dass du am Ende Krebs hast, nicht wahr? Okay. Madness, they hold us in the chambers and make experiments like on rabbits. I saw how they were going out. We need to follow them. Maybe there is the exit. The exit, while they will watch TV, I can get out. Ja, viel Glück, ne? Toi, toi, toi. Alles klar, weiter geht's. Da steht noch einer. Das ist eine verdammte Irrenanstalt. Naja, irgendwie so ein... Ja, die machen auf jeden Fall Experimente, Mann. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht, Vitali. Nenn dich Vitali. Dass du da direkt richtig gelegen hast, Mann. Yo, hast du einen Schlüssel gesehen? Was ist das?
Ich hab da irgendwas aufgehoben, aber ich weiß nicht, wie ich das öffne. Mit I? Inventar? Naja, ist das vielleicht eine... Was war das? Ein Schlüssel? Okay, gut. Gehen wir mal weiter. Ich habe eh das Gefühl, dass ich hier irgendetwas übersehen habe. Moment mal, was? Das ging vorher nicht auf was? Medipack? Oh nein. Sag mir nicht, ich kann auch noch sterben. Oh, Mist, ey. Na gut, scheiß drauf. Bei dir habe ich nichts übersehen, oder? Vielleicht irgendwas unterm Bett oder so? Irgendwas Verstecktes? Nein? Gut, möge Gott dir helfen. Lass uns jetzt mal zurückgehen. Ich weiß nicht, was ich dort aufgehoben habe, aber... War ich hier schon drin? Ja, hier war ich drin, genau. Der andere Typ schaut sich da schön das Kreuz an. Gut, eben das seine. Und jetzt gucken wir mal, ob ich... Warte mal, ist das vielleicht der Schlüssel für die... Ich habe da irgendwie so eine Karte aufgehoben. I need a key. Ja, ich brauche erstmal das Inventar. Lass uns damit mal anfangen. Vielleicht mit... Oh, ich kann speichern. Oh, das hätte ich vielleicht machen müssen. Okay, gut. Ich habe gespeichert. Wir schauen uns einfach mal jetzt in der nächsten Folge an, wie es weitergeht mit Autumn... Dingsbumskirchen? Wie hieß das Spiel? Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut morgen vorbei, wenn ihr wissen wollt, wie das Spiel zu Ende geht und was die Antwort auf all unsere Fragen ist. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Harley.